Durchlüftungsventile finden. Salve, meine lieben kleinen Jabraus raus, und heute geht's wieder weiter mit eurem neuen Pokémon, aber da hat Erde vier Elemente. Und wir haben jetzt hier mal schön zu wissen, was wir zu tun müssen. In der letzten Folge haben wir ja gut gesehen. So, ganz kurz hier mal Reise gelabert. In der letzten Folge haben wir gehört und gesehen, was wir alles tun müssen. Wir müssen die Rohre verstopfen, aber erst müssen wir sie finden. Dass Momo, nein, besser gesagt, Momo soll sie finden. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich er dann dabei ist, wenn nur Momo sie finden soll. Ja gut, wir unterstützen halt den Momo. So. Wir unterstützen halt eben unseren lieben Momo. Kann er fliegen? Schade, kann er nicht. Wenn du die arme kleine Kreatur in Ruhe lässt, hauen die dir die arme Momo. Ich glaube, ich bin. Was? Wer hat denn euch ins Gehirn geknippelt? Kann doch nicht den arm kleinen Momo hauen, oder? So. Yellow, okay. Es muss noch einen weiteren Teil geben. Orange, besser gesagt. Orange. Yellow war ja gelb, ne? Green. So. Ja, Leute, ich muss Englisch lernen. Hust, hust, hust. Mit den Farben fange ich an, weil es so einfach ist. Hust, hust, hust. Kleiner Scherz, ne? Okay, da staut sich schon der Shit. Schaut ja aus, als hätte man zu viel Kaffee getrunken und eine Zigarette am Morgen. So schaut es zwar eher aus, aber ja gut. Egal. Die sehen aus, als könnte man sie zerbrechen. Dann zerbrech sie halt. Alle Augen auf mich. Natürlich kann es bloß der starke Mann. Aber Momo kann es leider nicht. Momo ist zu schwach dafür. Guck mal hier. Kisten. Lebensbalken des Grauens. So, das war's jetzt hier. Man hat nur. Ja, komm hier aus. Und die Schaumschlüssel haben hier? Und die treffen mich sogar? Alter, das sind Mechaniker, die hätte ich auch gern gehabt. So. Ist schon okay. Ich bin schließlich ein Krieger. So, aber ganz kurz. Was macht eigentlich Sokka mit seinem Angriff? Ach stimmt, haben wir schon mal getestet. Er rastet aus und kann zuhauen mit ihm. Der macht Schaden, du. Dann macht der Junge Schaden, du. Dann macht er Schaden. Das war nur ein bisschen. Autsch, warum krieg ich die ganze Sachen ins Gesicht geschleudert? Da kriegst du mein Bumerang ins Gesicht. Oh, hier ganz kurz. Zack. Also zum Ende hin brauche ich dann doch noch ein paar mehr Heilfläschchen. Sehe ich schon, komm mal. Hier, wir sind voll eigentlich, brauche ich gar nicht mehr einsammeln. Wir haben die letzte Stufe erreicht scheinbar. Aber ein schwarzer Fleck. Lol. Oh, hier ist nochmal sowas. Die brauchen wir gleich. Ich muss den Tester einschlagen. Aus, als könnte man sie zerbrechen. Und dann rein. Alle Leute, jetzt komm, Speedrun. Zack, 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 zack. Innerhalb von ein paar Sekunden machen wir das jetzt. Komm. Das gefühlt ein paar Sekunden. Dauert leider ein paar Minuten. Halt, halt, halt. Wo geht's denn alle hin? Wir haben safe nicht alle Kisten, Leute. Wir haben safe nicht alle Kisten. Brauchen wir auch gar nicht. Ich will bloß das Spiel anspielen, ein bisschen anspielen, durchspielen halt eben. So, Momo, geh mal rein da. Ein paar Aufgaben nebenbei noch erledigen. Autsch, was ist denn jetzt los? Momo hat eins auf Presse bekommen. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Instant grün, nice. So. Wir dürfen nicht ausruhen, bis alle Ventile abgedreht sind. Keine Sorge, ich mach es schon hin, du. Ich mach schon hin, mir geht da nicht.
kann nicht mehr machen als Gummi geben, Leute. Das geht nicht schneller. Es geht einfach nicht noch schneller. Es geht einfach nicht. Okay, doch, ich bin offen zu looten. Aber ich muss looten, Leute. Es muss. Das ist wichtig. Ah, komm, wir können noch einfach durchkämpfen. Fertig. Nee, jetzt müssen wir einen auf Geheimagent 2.0 machen. Zeit für leise Sohlen. Vergiss es, das ist ein Einzelfass. Na gut, guck mal, wir können doch durchkämpfen. Wäre viel leichter gewesen, wenn wir das gleich von Anfang an gemacht. Na ja, gehen wir einfach weiter. Müssen gegen sich selber kämpfen. Anscheinend muss man heute gegen die kämpfen, oder? Ja, egal, ich ignoriere sie. Lass uns diesen Bohrer auf den Schrott schicken, Momo. Manchmal, Leute, kann man auch einfach beide ignorieren. Das war das letzte Ventil. Jetzt sind Arn und Katara dran. Geht zurück und helft auf. Bumerang, Junge. Naja, hat wohl keinen Sinn zuzusehen. Mach dein erdbändiger Ding und lass uns von hier verschwinden, bevor der Bohrer hochgeht. Erdnation, haltet sie auf! Okay. Und fang an, den Matsch zu bändigen. Fang an, mich zu beschützen. Während ich die richtige Arbeit erledige. Ach, und ich arbeite nicht? Bändige einfach den Matsch, Frau! Kann ich nicht, wenn hier 20 Leute rumstehen. Hast du eine Waffe oder was? Kannst du nicht mal zwei, kannst du nicht mal ein abwehren? Ich bändige den Matsch und erledige die Kerle. Ich glaube, ich hänge hier gerade ein bisschen fest. Super. Du bist nur wenig besser als eine Übungspuppe. Das meinte ich mir gerade. Kann ich noch nicht machen. Ist schon okay. Ich bin schließlich ein Krieger. So, dann zeig mal, wie gut du als Krieger bist. Beschäftige die zweimal. Ich schätze jetzt mal zum letzten Bossfight, 19 Stück sollten da reichen. Ja! Nicht übel, nicht übel. Aber easy, Leute, sollte das reichen. Easy. Hört sich da gerade jemand der ab? Ist da jemand auf dem Klo? Könnte der Ladebalg endlich mal verschwinden? Ich wollte gerade sagen, jetzt hängt sich das Spiel auf. Wäre super gelaufen, würde ich behaupten. Währenddessen. Wir müssen leise sein. In der Maschine wimmelt es nur so von Soldaten der Feuernation. Ich weiß nicht, wie wir diese Streben leise durchtrennen sollen. Die sehen viel größer aus als auf den Plänen. Torf hat mir gesagt, dass einer der Schlüssel zur Erdbändigerei der Trick ist, nicht deine ganze Energie auf eine Aufgabe zu verwenden. Vielleicht sollten wir das mit den Stützen auch so machen. Wir müssen ja nicht alle davon zerstören. Naja, fangen wir an. Die hier vorne sieht gut aus. Bereit fürs Teamwasserbändigen? Ich hab nur eine Frage, wie konntest du die von Buxtehude sehen? Und warum habe ich wenig Leben? Endlich findest du noch so viele von davon, kannst du noch geben, oder? Endlich kriegst du nochmal. Pass auf, wir machen das geschickt, ja? Pass auf, ich geh jetzt hoch. Musst du da runter? Unmöglich.
Boah. Weil es nur Glück war, kein Können. Sag aber, das gibt's doch nicht, oder? Ihr werdet völlig fertig sein. Ich hab dir gerade noch Heiltrank gegeben. So, der Dicke ist jetzt dran, komm. Ein Stück reichen am Ende auch nicht aus. Das kann es nicht geben, oder? Das glaubt mir kein Mensch, wenn ich sage, das hat nicht gereicht. Und einen Bosskampf habe ich noch vor mir. Runter und bleibt unten. So. Der erste Dick ist noch einmal. Nicht. Oh. Wir könnten sie zerbrechen, glaube ich. Wir müssen hier wohl zusammenarbeiten. Genau, in 2 Sekunden zerlegt das Ding. Gut gemacht. Also so macht man das. In 2 Sekunden zerlegt man das Ding. Hier ist nochmal eine Kiste mit Strike. Ah, wenn es geht, gehe ich kämpfe jetzt mal aus dem Weg. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel es am Ende schluckt. Wenn ich dann gegen die anderen Erdbänden, also wenn ich dann den Endboss-Fight bestreite. Ich will auf alles vorbereitet sein. Nicht, dass ich auf einmal weggefegt werde. War mal ultimativ blöd. Ultimativ tief blöd. Beeindruckend. Ich gehe sofort hin. Na super, das kann lustig werden, Leute. Donkey Kong! Aber für Schwächlinge, das ist wirklich gar nichts gewesen. Die schwierige in Erinnerung. Na gut, ich war damals auch ein Kind. Da war wahrscheinlich alles 50 mal schwieriger als jetzt. Was bedeutet eigentlich, wenn ich euch einfach ignoriere? Ich kenne es ja auch einfach so. Also ignoriert auf Art, ignoriert einfach so. So, jetzt hat aber. Ach mal, die ganze Zeit mein Leben ist weg. Die ganze Zeit. Hier ist so kurz vor Ende, der Unschiss, Leute, hier. Mein Leben ist. Sekundentakt weg. Einfach weg. Mein Leben wird hier gerade einzeln weggezogen. Was mache ich denn hier schon? Ah. Schneller geht halt eben nicht. Und es kommt immer mehr Gegner. Uiuiuiui. Das war sowas von verlöten. Ich stehe auf und krieg in die Fresse. Kann mir keiner glauben. Abstand. Komm, vergiss es.
Ich dachte, ich heb mir das lieber noch auf, aber... Ach, komm. Ich hab gedacht, ich heb das für den Endboss halt auf, aber... Egal. Nutzt das halt für die Idioten. Wird schon nichts dabei sein, hoffe ich jetzt mal. Ah, muss ich hab's verkackt. Hey, du bist gut. Na, große riesige Fläche. Könnten noch mal ein paar Gegner kommen. Halt. Guck mal, was sie da nochmal kriegen. Eine extra Flasche und hier. Ganz wichtig, nochmal eine extra Karte. Shay, shay, shay. Zwei extra Dinger bekommen wir nochmal. Wie jetzt kommt. Nein, 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 nein. Ah, war klar, wie Kloßbrühe. Nein, lebensabgehauen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich auch, Katara. Aber wir können es nicht hier enden lassen. Die ganze Welt verlässt sich auf uns. Ich weiß. Bringen wir es hinter uns. Nein, ich habe mich selber auch mit runtergeschubst. Geh wieder auf, Katara. Weg ist sie. Na, die Werfer sind wieder da. Ins Niedergestreckt haben sie sie. Mach den einfachsten Trick, ich baller. Er hat runtergerollt. Er wollte aber auch nicht mehr leben, deshalb runtergerollt. Oh, okay, gut. Ein Glück, dass es dir gut geht. Bitte, letzter Balken. Fertig, Leute, fertig. Puh. Gerade noch so geschafft, würde ich mal behaupten. Sir, einige der Stützstreben sind durchtrennt worden. Das ist Sabotage. Du bekommst jetzt deinen Kampf. Komm mit. Ah, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, Katara. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass alles noch viel schlimmer wird. Lauf! Na super, jetzt darf ich auch noch durchrennen, Leute. Ja gut. Abmarsch. Komm, 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 komm. Sie ist der einzige Weg nach draußen an. Mal schauen, wie schnell er von uns zwei ist. Na gut, leider. Kann es bloß ich sein, weil es ist ein Bot. Das noch mitzunehmen ist sehr wichtig gewesen. Ich habe Fehler gemacht. Wow. Meine Gesundheit lässt nach.
Ach was, habe ich bemerkt. Und raus. Hä? Oh nö, jetzt. Das ist so gefährlich. Lauf weiter, Katara. Sei vorsichtig, Arm. Er ist gar nicht mehr da. Mir geht es gar nicht gut. Oh, shit. Also fuck, Leute. Das hätte in die Hose gehen können. Das war regelrecht hart in die Hose gehen können. Für heute hast du genug Spaß gehabt. Und jetzt kannst du dich zurücklehnen und die Fahrt nach Barsingsee genießen. Vorausgesetzt, du lebst lange genug. Du kannst nicht gewinnen, Azula. Ahn kann jetzt erdbändigen. Du kannst es nicht mit uns beiden aufnehmen. Ich habe noch ein paar Tricks auf Lager, Wasserbaby. Bleib hier, dann zeige ich dir welche. Mir geht es gar nicht gut. Ah, okay. Jetzt werdet ihr für eure Unverschämtheit. Aber warum muss es unbedingt beide erwischen? So, aber jetzt zack, 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 zack. Schade, dass ihr es nicht erleben werdet, wie die Feuernation die Herrschaft über und nur mir einer rein, weißt du? Recht. Bevor das passiert, werde ich an Altersschwäche sterben. Bevor das passiert, werde ich an Altersschwäche sterben. So, erstes Mal nach unten geworfen. Ihr Kinder vergeudet eure Zeit. Ich wurde nach unten geworfen. Willst du auch mal schießen und wenn du dumm dastehen? Am Ende ist der Bot jetzt noch. Ich habe mir noch extra Leben gegeben, weißt du? Wir fangen mit dir an, dann kommt der Krieg. Aber ich nutze am besten beide Leben. Okay, wohin? Seit ich dich das letzte Mal gesehen habe, bist du besser geworden. Meinst du nicht auch, Prinz Zuko? Zuko, ich dachte, du hättest dich verändert. Mein Bruder ist vieles, aber kein Verräter. Was bedeutet Freundschaft, wenn er sowohl seine Ehre als auch die Liebe seines Vaters zurückhaben kann? Zuko, spiel mit den netten Leuten. Ich möchte etwas vorbereiten. Etwas Besonderes. Zuko, in dir steckt Gutes. Ich weiß das. Zuko, kümmere dich um sie. Von hier an gehe ich voraus. Darauf habe ich schon lange gewartet, Avatar. Dann wirst du wohl noch etwas länger warten müssen, Zuko. Autsch. Es fühlt sich gut an, gegen euch zu kämpfen. Noch hört sich schlecht an. Nein. Ey, lass mich viel zu oft erwischen. Jetzt wirst du für alles bezahlen, was haben sie gleich viel Leben. Und jetzt sind sie beide da. Danke fürs Vorbereiten, Zuko. Lass sie uns gemeinsam erledigen. Machen wir das interessanter. Oh, shit. Das Feuer gewinnt immer. Wasser löscht Feuer. Jeder weiß das. Jetzt los. Spam auch Angriff aus der Hölle hier auf einmal. Ich wette, ihr hättet nie daran gedacht, auf einer Maschine der Feuernation zu sterben. Haben wir nicht und wir... Blasen jetzt einfach runter. Aua, hat mir direkt in die Fresse geschossen. Ich werde es genießen, euch fallen zu sehen. Du bist aber leicht zufriedenzustellen.
Volle Kraft für den Bohrer. Wir sind fast durch die Mauer. Ich wiederhole, wir sind fast durch. Schon bald wird eure schwachsinnige Erdnationenstadt fallen. Doppelt und dreifach muss man da ran. Doppelt und dreifach. Erstmal so, umdrehen. Schuss. Alter, die gibt auch wirklich keine Ruhe. Ihr habt bereits verloren, ihr Narren. Wir kämpfen einfach weiter, wenn es dir nichts ausmacht. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Es wird mir ein Vergnügen sein, eure Welt brennen zu sehen. Fantasie ist eine wunderbare Sache, Azula. Fantasie ist eine wunderbare Sache, Azula. Kein schlechter Spruch. Ah, ich hab's genieselt. Warum verwendet ihr unsere Zeit? Wir brauchen eben viel Zuwendung. Wobei. Okay, jetzt hat nochmal. Kreis. Vielen Dank, Avatar. Ohne dich wäre unsere Stadt gefallen. Wir schulden dir was. Wir helfen gerne. Ich hoffe nur, dass es rechtzeitig war. Heute haben wir gesiegt, waren aber zu lange untätig. Solange dieser Krieg weitergeht, greift die Feuernation an. Sie hört niemals auf. Aber wir wissen von der Sonnenfinsternis. Dann werden sie einen Tag machtlos sein. Wir kennen ihre Schwäche. Ja, es gibt Hoffnung. Und da ich jetzt ein Wasserbändiger und ein Erdbändiger bin, glaube ich, dass alles gut geht. War nur ein Scherz. Ich habe ein Auge auf dich, Tanzbärchen. Nicht vorbei. Die Feuernation nimmt das nicht leicht. Die Welt wird schwer dafür bezahlen. Und wieder ein erfolgreiches Kapitel abgehakt. Glückwunsch, du hast das Spiel geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder. Wenn es wieder heißt, Doom vs. Avatar. Salve, dir gefällt mein Video, dann lass doch ganz einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da, würde mich riesig darüber freuen. Und was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen? Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Yowie, ciao.